Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute Post bekommen. Ich habe ein Dankeschön-Paket von der lieben Tanja erhalten. Die liebe Tanja hat mir ein Paket zusammengestellt und aufgrund dessen, dass ich hier einige Sachen aus dem Action gekauft habe bzw. mitgebracht habe. Und ich hatte einmal im Mai und einmal im Juli hatte ich ihr dann so Sachen zugeschickt, die sie sich gewünscht hatte aus dem Action. Und aufgrund dessen habe ich heute dieses coole Paket bekommen. Und so sieht das einmal aus mit einer richtig schönen Karte. Die habe ich schon gelesen. Ich finde den Spruch auch schön und es glitzert auch so und richtig cool. Dankeschön für diese liebe Karte. Und dann haben wir einmal so Meerjungfrauen-Geschenkpapier da drüber. Ich habe schon so reingeguckt, aber ich habe noch nichts aufgemacht. Und dann stelle ich meine Kamera einmal so auf den Tisch. Und dann hole ich die Sachen einzeln einmal raus. Also die Tanja hatte mich gefragt, ob ich Pompons gebrauchen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht so ein paar könnte sie mir ja beilegen. Und ich wusste aber nicht, dass sie mir so viele schickt. So sehen die einmal aus. Und ich gucke mal, was ich daraus machen lässt. Ich habe zum Beispiel so welche kleinen, zum Beispiel schon mal auf Schneemänner draufgeklebt. Man könnte die natürlich auch auf Dekodent eintauchen. Gerade so diese pastellfarbigen. Und diese roten wären jetzt zum Beispiel und diese grünen für Weihnachten. Man könnte natürlich auch diese blauen für Maritim zum Beispiel nehmen, wenn man was Maritimes macht. Also vielen lieben Dank dafür. So viele Pompons hatte ich noch nie. Dann hat sie gefragt, ob ich kleine Meerjungfrauen, nicht Meerjungfrauen, sondern Meerestiere haben möchte. Sie sammelt nämlich diese kleinen Figuren und sie hatte einige doppelt und ob ich die gebrauchen könnte. Ich hatte ihr nämlich auch mal so Blindbags mitgebracht und die hat sie doppelt. Und da hatte sie gefragt, ob ich die haben möchte, eventuell für mein Dekodent. Und da könnte ich ja auch eine Dekodent-Meeresbox machen und da würden die auch so ganz gut reinpassen, denke ich mal. Und ja, deswegen habe ich die einmal bekommen. Und in diesem Säckchen ist auch so ein Kuli drin. Den hat sie, glaube ich, selber gemacht. Die sieht echt schön aus. Und hier ist einmal so, ja, so Stoff dann so drüber, so Band. Und eigentlich ist es so ein Stiftrohling, den man selbst so gestalten kann. Finde ich richtig cool. Also auch eine richtig schöne Idee, wenn man mehr von diesen Stiftenrohlingen hat, dann könnte man quasi auch Weihnachtslollis machen. Weihnachtsstifte oder sogar Halloween-Lollis, finde ich richtig schön. Vielen lieben Dank dafür und auch zur Inspiration für die Idee. Das lege ich einmal so hin und dann machen wir gleich mal weiter. Also das erste hier, das habe ich schon so gefühlt. Ich glaube, da ist Fruchtgummi drin, weil das ist ziemlich schwer und das ist ziemlich weit. Mal gucken, ob ich recht habe. Ich habe auch schon so eine Schere parat gelegt. Dann gucken wir mal. Ja, es ist Fruchtgummi. Das ist einmal so Rainbow Edition Wonderland. Kenne ich noch gar nicht. Muss ich mal probieren. Dankeschön. Mit Einhorn. Ich liebe Einhörner. Dann haben wir einmal dieses hier. Das ist ein bisschen leichter. Hier ist Pappe drin. Könnte auch eine Schachtel sein. Mal gucken. Eventuell auch was zu naschen. Nein, nein, doch nicht. Hier hat man einmal so ein Band. Hier haben wir dieses hier. Und dann einmal so Radiergummis. So in Eisform. Dankeschön. Da hatte ich ja mit der Pappe recht. Mit dem Karton.
Das hier, das nächste, ist aber ziemlich schwer. Also das hier ist auf jeden Fall sehr fest. Eventuell ein Buch. Und hier ist was Viereckiges drin. Vielleicht irgendwie so eine Art, ja, so Mandala-Buch. Muss ich mal gucken. Ah, es ist ein Blatt drin. Designblatt. Einmal diesen hier und einmal den. Also diesen großen, den kenne ich schon. Den habe ich nämlich auch. Den hatte ich mir damals auch beim Teddy geholt. Das ist so ein Sommerblock mit so Früchten drin. Und einmal diesen hier, den kenne ich gar nicht. Also ich denke mal, so ein Zettel bzw. so ein Papier ist auch ganz gut, wenn man mal eine Post schreiben möchte. Da kann man hinten einfach noch was aufschreiben und hier kann man dann noch Sticker draufkleben. Hier kann man dann auch noch mal eine Nachricht hinterlassen. Das finde ich eigentlich so ganz schön. Auch schönes Motiv. Vielen lieben Dank dafür. Das ist schon ein bisschen weicher. Mal gucken, was hier so drin ist. So ein bisschen geriffelt. Ah, hier ist was zum Basteln, so ein Bastelset, Dekokettenset, da kann man sowas dann machen. Mit so einem Stecksystem kenne ich noch gar nicht, aber ich mag ja gerne mal so Bastelsets machen, werde ich mal ausprobieren. Auch das hier sieht sehr schön aus, ich hoffe mal, ich kriege das hin. Hier steht auch eine Anleitung dabei. Vielen lieben Dank dafür. Bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege, aber ich denke mal schon. Dann ist noch was Größeres. Das fühlt sich auch weich an, und, aber ich weiß nicht, was das sein könnte. Also ich fühle mich, als hätte ich Geburtstag. Immer so Bastelsticker, so Tropfen. Cool, kenne ich gar nicht. Dann einmal so Wolken. Und so welche Sticker? Diamantensticker. Cool. Das sieht auch sehr schick aus, kenne ich auch gar nicht. Da hast du aber auch einen ziemlich guten Fang gemacht mit den 10-Cent-Schnäppchen. Und dann mache ich einmal auf. Das sind dann einmal so Blumen. Blumen und Vasen steht da drauf. Diese hier, die finde ich aber auch echt schön. Habe ich noch nie gesehen. Ah, die sind richtig schön. Also die sind so Nostalgie. Kindermotive stehen da drauf. Die sind so leicht puffy-mäßig. Richtig schön. Und diese hier sind hier auch richtig toll. Das, wenn man mal Richtung Vintage was machen möchte. Aber da bin ich richtig gut ausgestattet jetzt. Und echt so viele. Wow, ich finde die richtig cool. Vielen lieben Dank dafür. Gleich so viele hast du mir so beigelegt. Mal der andere. Auch in so verschiedenen Farben und Designs.
Dann haben wir einmal dieses hier. Das könnten hier so Stifte sein. Das fühlt sich so wie ja, nach Stiften, so eine Stiftepackung. Und hier unten ist auch noch irgendwie was. Könnte irgendwie so ein Heft sein. Schauen wir mal rein. Ja, das fühlt sich nach einem Heft an. Ui, wow. Oh, so eine Zeitschrift. Popsy, wow. Die ist ja cool. Eventuell hattest du die ja vielleicht eventuell ja doppelt oder hast du extra gekauft. Richtig cool. Weil ich finde, die Bilder finde ich ja immer schön. Die kann man sich dann immer schön ausschneiden. Weil hin und wieder kaufe ich mir auch so welche Hefte. Einfach wegen den Motiven, weil man die einfach schön verbasteln kann. Manchmal verschenke ich sowas auch gerne mit meiner Nichte. Was sind echt schöne Motive. Also auch das Größere hier der Zeitung. Also von diesen Popsies, ich muss mal gucken, wie man die nochmal nennt. Popsies habe ich eigentlich noch gar nicht. Aber schaut euch mal diese Katze hier an, auch richtig cool. Kann ich mir auch immer sehr gut für ein Pocketletter vorstellen. Da muss man immer gucken, dass man hinten nichts kaputt schneidet. Aber sind schon schöne Motive dabei. Das ist hier ja auch richtig so ein richtig großes, cooles Einhorn. Dankeschön. Und das sind so zwei Bleistifte und Lineal. Und auch mit so einem kleinen Etui. Vielen lieben Dank. Und dann gibt es noch zwei Sachen. Ein großes und ein etwas kleineres. Ich glaube, ich mache erstmal dieses hier auf. Das hat auch so eine schöne Verpackung mit diesem Teddybär. Ich glaube, da sind Cabos drin. Also es fühlt sich auf jeden Fall so an. Das Tütchen ist auch richtig schön. Also ich mag gerne so kleine Tütchen. Ich kann mal einfach mal an. Wow, das ist ja echt viel. Wow, richtig viele Kabos. Ich versuche mal das so hinzulegen, damit ihr einmal sehen könnt. Das sind hier echt eine Menge Kabos. Ich zeige euch einfach mal so ein paar. Also da hat man also sowas. Einhörner sind da drauf. Hello Kitties. Dann irgendwie so ein Affen. Dann nochmal so eine Blume. Also ich hatte ja letztes Jahr von der lieben Fimotinka ja eine Wundertütenbestellung gehabt. Aber daran traue ich mich irgendwie nicht dran, weil die sind so schön. Also es sind so die ersten Kabos, die ich überhaupt mir mal gekauft habe. Und dann mag man die gar nicht anbrechen. Und ich hatte letztes Jahr von der lieben Tanja, hatte ich auch Kabos gehabt in der Tauschpost. Und da habe ich auch schon so hin und wieder mal auch was von benutzt. Aber ich finde, das ist immer so schön und es ist dann immer so schade zum Benutzen. Obwohl es natürlich sehr toll ist, auch wenn man das irgendwo schön draufklebt. Aber ich denke mal, wenn man viel davon hat, dann kann man das auch leichter verbasteln. Weil ich finde, so Kabos, die kann man jetzt nicht einfach so im Laden kaufen. Also ich finde, die kann man immer nur online bestellen. Das ist eine schöne Mischung. Vielen lieben Dank, dass du mir die geschickt hast. Da freue ich mich. Hier ist dann zum Beispiel auch noch so ein Gummibärchen. Also es sind richtig viele. Also ich habe noch nicht mal meine Hand voll. Das sind zwei Handvoll oder drei Handvoll.
an Kabos. Richtig viele sind das. Ach, hier ist auch noch mal so ein Gummibärchen. Ich lege die einfach mal so hin. Ich drehe die einfach mal um und dann fahre ich einfach mal drüber mit meiner Kamera. Dann habt ihr einmal so einen Überblick, welche Kapos denn so dabei sind. So, das wären die Kamus einmal. Hier ist sogar ein Regenschirm dabei. Also man hat sehr viele verschiedene. Vielen lieben Dank dafür. Kann ich, denke ich mal, auch sehr gut fürs Dekodent machen, benutzen. Man kann die, wenn man zum Beispiel so Handyhüllen macht mit Dekodent, sind die auch immer sehr gefragt, finde ich. Oder wenn man einfach einen Bilderrahmen ja, gestaltet mit Dekodent, kann man die auch gut draufkleben oder sag ich mal so zur Verzierung, sag ich mal für einen Schüttellolli irgendwo drauf oder für einen Umbrella oder vielleicht auch für ein Pocketletter oder für eine Dose, die man macht. Also ich finde, da sind die Möglichkeiten schon sehr vielfältig. Ich lege das einmal so hin. Und dann haben wir noch mal als den letzten. Ja, das ist auch echt schwer. Also man kann es etwas biegen. Und es hat schon eine ordentliche Breite, also auf dieser Seite auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, was es sein könnte. So sieht das einmal aus. Ich mache das mal vorsichtig auf. Damit hätte ich echt gar nicht gerechnet, was das ist. Das sind Sammelhüllen DIN A4, mittig quer geteilt, glasklar, ideal zum Aufbewahren von Karten etc. bis Format DIN A5. Richtig interessant. Vielen lieben Dank dafür. Wie viele sind? 50 Stück sind da gleich drin. Ist ja auch eine schöne Idee, wenn man mal schöne Karten hat, dann kann man die da so reintun. Oder man könnte zum Beispiel mal ein Pocketletter mal ausprobieren, auf diese Weise, also dass man so zwei große macht, wäre ja vielleicht auch mal eine Idee. Also weil ich sammle ja meine ganzen Karten, die ich immer so bekomme, also ich habe jetzt ja, schon über etliche Jahre meine Karten immer in Boxen reingetan. Also sag ich mal so Ansichtskarten, Urlaubskarten, die man bekommt, Einladungskarten. Dann habe ich da reingetan, dann zum Beispiel so Weihnachtskarten, Osterkarten oder so, welche Grüße, wenn man mal Karten bekommt. Und da habe ich die dann alle in so verschiedenen Kartons reingetan, in so schönen Kartons. So bewahre ich ja meine Karten so auf, aber das hier ist auch eine schöne Idee, um einfach Sachen da aufzubewahren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man da so Stanzen reintun könnte. Und dann, das müsste, hat ja auch eine gute Größe, da passt ja schon richtig viel rein. Also eventuell für Stanzen oder man könnte natürlich auch, wie ich gesagt habe, das einfach mal ausprobieren. Mit einem Pocketletter auf zwei Seiten einfach. Dann hat man einfach mal so ein Format oder so, je nachdem. Also finde ich mal interessant. Mal schauen, was sich daraus machen lässt. Ja, vielen lieben Dank, liebe Tanja, für diese wunderschönen Geschenke, die du mir gemacht hast. Hat mich darüber sehr gefreut. Und ich euch anderen hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr vielleicht so ein paar Inspirationen bekommen habt. Und dir, liebe Tanja, hoffe ich auch, dass dir das Video gefallen hat. Und du hast mir sehr eine Freude darüber gemacht.
gemacht damit. Also ich habe mich gefühlt, als hätte ich Geburtstag. Es sind wirklich wunderschöne Sachen geworden. Und ich danke dir einmal für dieses liebevolle, ja, zusammengestellte Paket. Und ich sage einmal vielen herzlichen Dank dafür. Ich danke meinen Zuschauern fürs Zugucken und wir sehen uns in einem neuen Video. Tschüss!